Ellermanns Morning Show präsentiert von Logopack. Führend in RFID- und Strichcode-Technik. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Hallo und good morning zu einer weiteren Ausgabe von Ellermanns Morning Show. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Wir sind mal wieder ins Waldhaus nach Rheinbeck gegangen. Hier in dem Fünf-Sterne-Hotel fühlt man sich richtig wohl und da schlafen auch unsere Künstler immer. Denn Toni war gestern bei uns bei einem großen Country-Event hier in Hamburg und es war richtig schön. Toni ist die Stimme von Pussycat. Wer kennt dich nicht? Guten Morgen. Guten Morgen und richtigen guten Morgen. Ja, sehr schön. Wunderbar. Du bist aus Holland angereist. Deine Riesenhits, Pussycat, hat Riesenhits gehabt. Sag doch mal eure Hits, was waren die größten Kracher? Die größten Mississippi, Georgie, Smile, My Broken Souvenirs, Doing La Bamba, Ready in September. Das war's, glaube ich. Genau. Und es hat sie fast schon unsere Quizfrage verraten. Das wollten wir aber auch. Wir wollten ihr einen Tipp geben. Und zwar, sie können heute wieder einen tollen Gutschein gewinnen und natürlich viele Sachpreise, wenn sie unsere Frage richtig beantworten können. Die lautet heute, welchen Hit sang Pussycat? Noch einmal. Welchen Hit sang Pussycat? 01 Ohio oder 02 Mississippi? Also 013 78 66 67 plus die Endziffern 01 für Ohio oder 02 für Mississippi. Toni, du bist viel auf Tour. Heute bist du hier in der Nähe von Hamburg und wir freuen uns ganz besonders. Ich möchte ein bisschen erfahren von dir, wie du frühstückst. Wir haben es ein bisschen rustikal aufgebaut, weil ich habe mich ja auch erkundigt. Du magst auch rustikales Frühstück, nicht? Ich mag alles rustikalisches oder wie sagt man das? Ja, nee, ja, ich bin nicht so ein großer Esser, aber Kaffee, Orangensaft, gekochtes Ei und Käsebrötchen und so weiter. Ganz einfach eigentlich. Und das Bier, das sieht auch toll aus hier. Ja, dann sagen wir doch mal Prost am besten. Guten Morgen. Und ich hoffe, Sie trinken noch kein Bier heute Morgen. Und wenn Sie ein Bier trinken, ist es gar nicht mal so schlimm, ne, Toni? Einmal Prost. Ich habe extra Würstchen von unserem Partner aufgebaut, Böglunder. Da werden wir auch gleich noch einen Knacktest machen. Nicht mit dir, sondern mit Zuschauern. Denn du bist ja gestern aufgetreten in Hamburg und bei einem Festival mit einem großen Erfolg hast deine Hits gesungen. Und wir werden auch gleich einen Titel von dir hören. Aber ich möchte mal wissen, Böglunder Würstchen, kannst du dir gut vorstellen, morgens auch mal so ein Würstchen zu essen? Na, morgens ist für mich dann ein bisschen früh. Aber meistens, wenn wir zu einer Veranstaltung gehen, wo es kein Essen gibt, dann nehme ich mir nachher ein Brötchen Bockwurst. Das ist in Ordnung. So, und vielleicht knacken Sie sich ja auch schon mal so eine Würstchendose auf oder ein Glas auf von Böglunder. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal von den Aufnahmen, die wir gestern gemacht haben, von dir einmal nach Lurup und werden musikalisch dich erleben. Natürlich dein Klassiker, wie heißt der nochmal? Ohio? Nee, Mississippi. Mississippi, den werden wir gleich auch erleben. Also unsere Frage ganz leicht heute, 013 78 66 67 plus die Endziffern. Wie heißt der große Hit von Pussycat? 01 Ohio oder 02 Mississippi? Die junge Dame singt jetzt, bitteschön.
Mississippi roll along until the end of time. Every time I hear this song, Mississippi roll along until the end of time. Ja, Toni, wir sind immer noch hier im Waldhaus in Rheinbeek, 5-Sterne-Hotel. Ich glaube, hier kann man gut übernachten, ne? Das ist einer der schönsten, wo ich je gewesen bin, ja. Ja, das stimmt. Hattest du mir vorhin verraten und deshalb sind wir auch extra hier in Schleswig-Holstein, Hamburger Landesgrenze sozusagen. Hier in Rheinbeek ist das Waldhaus und da kann man wunderschön übernachten und unsere Künstler sind ja alle hier im Waldhaus eingebucht sozusagen. Jetzt möchte ich was von dir noch einmal wissen und zwar, du kommst aus Holland. Von wo genau? Aus Brunsum, das ist in der Nähe von Maastricht und auch ganz in der Nähe von Aachen. Also ich bin international, bin ich. Genau wie deine Songs auch, die ja international sind. Und du hast mir gerade verraten, ihr seid europaweit unterwegs. Das heißt, damals durch diesen internationalen Hit Mississippi, ich verrate es einfach mal, den gab es ja in der deutschen Version, den gibt es natürlich in der englischen Version. Dadurch habt ihr natürlich das Sprungbrett, dass ihr in England arbeiten könnt. Ihr könnt in Holland überall arbeiten, in Deutschland. Das ist möglich, ja. Wir haben auch an vielen Stellen gearbeitet. Also haben schon viel erlebt, ja. Aber der Hauptstandort ist immer noch Deutschland nach wie vor? Oder kann man sagen, man hat allmählich Belgien oder Holland das Ganze aufgeholt? In Holland bin ich auch noch öfters, aber doch am meisten hier in Deutschland, ja. Und muss sagen, gefällt mir sehr gut. Ja, das ist ja auch nicht weit, ne? Du bist ja ganz schnell hier. Ja, darum, das ist ideal. Wie lange, wenn du gut durchkommst, wie lange fährst du nach Hamburg, wenn du so gestern losgefahren bist? Wenn ich gut durchkomme, dann, aber ja, ich habe auch Flugangst, also ich muss mit dem Auto fahren. Wenn man gut durchkommt, aber ich trinke zweimal Kaffee unterwegs und Bockwurst. Böglunder, sage ich nur, Böglunder hier. Ja, wenn ich nach Hamburg fahre, dann zähle ich 7 Stunden. Ja. Weil man hat manchmal mit Stau zu tun. Aber auch ich möchte das ruhig machen, weil sonst ist das zu... Ich werde auch ein bisschen älter, also ich will das ein bisschen ruhig machen. Was sind... Wunderbar. Ich komme noch einmal auf die Wurst zu sprechen. Böglunder, unser Partner, das heißt hier rank und schlank. Bist du kalorienbewusst? Hier steht 30% weniger Fett, denn wir müssen ja doch ein bisschen auf unsere Linie achten. Ich selber habe ja immer doch ganz schöne Probleme. Darauf noch mal ein kleines Bierchen, weil wir ja Genussmenschen sind, nicht? Genau. Bitte, bitte, nicht? Und schönes Dithmarscher. Rank und schlank hat ja ganz wenig Kalorien, genauer gedacht 97 hat dieses Geflügelwürstchen, aber rank und schlank hat 30% weniger. Achtest du auf gesunde Ernährung bzw. auf Produkte, die weniger Kalorien haben? Im Moment sowieso, weil ich hatte 3 Kilo zugenommen. Und ja, man sagt, das sieht man nicht, aber das ist vom Gefühl, die Hosen, die sollen passen und so. Also, ja, ich achte drauf, ja. Also, dann wäre für dich rank und schlank was? Ja. Ich gebe dir schon mal das nimmst du am besten mit. Wir gehen jetzt nach Lorup rüber, dort haben wir einen Knacktest gemacht, denn die Böglunder Würstchen sind ja berüchtigt und natürlich berühmt, so muss ich sagen, sind berühmt für ihren Knacktest sozusagen. Knacktest bestehen sie immer, die knacken so richtig schön. Und da haben wir doch einige Passanten gefragt in Lorup, ob sie knacken können. Ich selber knack schon ein bisschen. Ich möchte nur noch eins sagen, die deutsche Bockwürste, und ich denke diese sowieso, die knacken sowieso besser als die holländische. Oh, jetzt hast du aber was gesagt. Unsere holländischen Freunde sehen uns auch im DSF. Also eine Landsmännin sagt, sie knacken weniger als wir. Viel Spaß. Jetzt gehen wir ein bisschen zum Knacktest und haben noch ein paar schöne Bilder von Ihnen. Denn Manfred Kals, dieses große Fußballidol, um sportlich zu bleiben, der war auch in Hamburg dabei und hat Autogramme und Fußbälle ins Publikum geworfen. Und das möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Gleich sind wir wieder hier im Waldhaus. Noch immer sind wir hier in Hamburg-Lorup und feiern kräftig das Fest. Sie haben ja schon Bilder gesehen. Und jetzt habe ich hier ein Würstchen, Böglunder Würstchen. Wie ist Ihr Name? René. René, probieren Sie einmal, ob das richtig knackt. Achtung. Wie schmeckt es? Fantastisch, bei warm wäre es besser gewesen. Ja, okay, aber wir können ja, dafür sind die Temperaturen warm, ne? Ist es Ihre Frau? Ja. Dann kann sie auch noch mal knacken. Wie schmeckt es Ihnen? Probieren Sie mal. Sehr gut. Ja, was schätzen Sie, wie viel Kalorien so ein Würstchen hat? Nicht viel.
Nur ein bisschen, nein. Also es ist von Bürglunder rank und schlank, schmeckt gut, ne? Das esse ich immer. Ja, sehen Sie, machen Sie mal Mund auf. Und selbst Journalisten sind hier, habe ich jemanden. Hallo, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Bürger vom Halsmega Magazin. Halsmega Magazin, das ist in Schleswig-Holstein eine Zeitung, ne? Richtig, aber auch in Hamburg gut gelesen. Gut, wir sind ja bundesweit. Ich habe was Schönes für Sie, und zwar ein Bürglunder Würstchen. Kommt aus Schleswig-Holstein. Bitte mal reinbeißen. Knackt richtig schön. Und wie schmeckt's? Kann man essen. Also vom Halsmega Magazin könnte man es auch empfehlen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Alle sind begeistert von Bürglunder. Dankeschön. Bitte. Selbst die Polizei, guten Tag. Herr Klintenkamp, ich grüße Sie. Polizist, Obermeister? Polizeihauptkommissar. Das ist noch viel, viel schöner. Probieren Sie mal bitte ein Würstchen. Nicht, dass Sie ein Würstchen sind, sondern auch die Polizei isst Bürglunder Würstchen. Achtung, das knackt richtig gut. Bekommen Sie was zu Hause zu essen? Wenig. Ach, sehen Sie, dann dürfen Sie die Wurst komplett aufessen. Wie schmeckt's? Wunderbar. Die Polizei empfiehlt auch schon Würstchen. Dankeschön. Ja, Manni Kals ist gleich hier und schreibt Autogramme. Das zeigen wir Ihnen natürlich, liebe Fernsehzuschauer. Aber ich habe immer noch ein Bürglunder Würstchen. Und unser Nummerngirl aus Entenhausen mag diese Wurst auch. Schauen Sie doch mal. Daisy Duck sozusagen jetzt hier. Donald Daisy Duck mit dem Würstchen. Schmeckt super. Und die schmecken so gut, da kriegt man richtig Hunger. Manni, warst du eben im Stadion? Ich weiß gar nicht, wie ihr gespielt habt. Wie ist es ausgegangen? Sagen wir lieber nicht, ne, oder? Was, 13-0 gewonnen. Hey, das ist doch super. So wollen wir das ja hören. So wollen wir das hören. So. Ja, schieß mal rein, das Ding. Also, der Erste. Matsch, da geht er rein. Und? Ja, da haben Sie ja es richtig knacken gehört mit unserer Bürglunder Wurst. Also Sie merken, die Wurst kommt an. Sie knackt nicht nur gut, sie gibt es auch in verschiedenen Varianten. Geflügel gibt es natürlich rank und schlank und die klassische Bockwurst natürlich auch, nicht? So, wir wollen nicht mehr von der Wurst sprechen, sondern wir wollen von deiner Zukunft sprechen. Was hast du vor, Toni? Ich habe gelernt, das Leben ein bisschen von Tag zu Tag zu nehmen. Sowieso, ja, auch weil man älter wird, ist das... denk ich besser. Also im Moment denk ich nur an die Auftritte von diesem Sommer. Aber ich habe auch im Hinterkopf, sagt man das so, um nochmal eine CD zu machen, aber dann selbst. Dann kann ich genau aussuchen, was ich selbst schön finde. Braucht sich keiner reinzumischen. Und da sehe ich schon, was davon wird. Also sind wir ganz gespannt. Demnächst sehen wir dich ja wieder bei mir. Wir sehen uns ja im Jahr auch doch des Öfteren und es ist auch gut so. Heute Abend können Sie mich noch sehen, genauer gesagt ab 14 Uhr. Ein kleiner Tipp für Sie, falls Sie im Norden wohnen, Schleswig-Holstein, Hamburg oder Niedersachsen, aber kommen Sie auch von sonst wo gerne, denn von Holland fährt man ja auch nicht lange hier in den Norden. Und zwar nach Henstedt-Ulzburg. In Henstedt-Ulzburg an der hamburgischen Landesgrenze sind wir bei Edeka Mutz. Edeka Mutz in der Hamburger Straße ab 14 Uhr mit Fräulein Menke, mit Ernest Clinton, der hat ja gesungen Mademoiselle. Ninette. Ja, kennst du auch. Wunderbar. Der Ernest wird dabei sein, genau. Und wir haben also tolle Gäste, Freddys Oldie-Band, also eine ganze Menge. Mich erleben Sie auch, also heute ab 14 Uhr bei Edeka Mutz in der Henstedt-Ulzburg und das Ganze in der Hamburger Straße auf nach Henstedt-Ulzburg. Ich danke dir recht herzlich. Es war traumhaft schön. Wir haben traumhaft schönes Wetter gehabt. Was möchtest du deinen Fans noch sagen? Vielen Dank für eure Liebe und das Kommen zu Auftritten. So, und jetzt machen wir einen gemütlichen Morgen mit Bockwurst von Bürglunder und einem Dithmarscher Pilsener. Prost und good morning, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning. Ellermanns Morning Show wurde präsentiert von Globopack. Führend in RFID- und Strichcode-Technik. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodbye.